Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma mit dem Gecko Climber. Wir sind das letzte Mal hier in Zombiehausen aufgewacht und werden heute mal schauen, ob wir hier ein klein wenig weiterkommen. So, ich werde jetzt hier wieder rausgehen und mal schauen, was uns jetzt da so erwartet. Oh ja. Ja, das war der Käsekuchen hier. So, gehen wir mal hier rein. Gucci, Gucci. So, du bist tot. Ah. Ei, ei. Boah, das war geglitscht. Weggeglitscht habe ich ihn. So, Waldkraut. Ja. Nee, war das nicht? Dann das hier. Ach, okay. Gut, wir sind wieder fit. Aua! So, komm, stirb, danke. So. Gibt's hier hinten dran was? Ja, da gibt es was. Cool. Morgens. Hedi, was treibst du denn hier? Ich traf dich in der Kneipe. Die vielen Bücher, der Mann scheint Schriftsteller gewesen zu sein. Hier ist eins, das von Lurans Untergang berichtet. Laut Buch sind Dämonen in die Stadt eingefallen. Ja, und? Gibt's was Neues? Nee, das sagt immer noch dasselbe. Gut, okay. Ja, lalalala. Ja, macht man natürlich. Erst einmal gemütlich Buch lesen, wenn die Zombies einfallen. Und pofen. Hey, das ist geil. Cool. Das ist ja mal super. Cool. Ich habe gar nicht gewusst, dass man hier... Ah, schlägt ein Buch auf. Es ist ein Tagebuch. Heute erschien ein seltsamer Fremder, ein Prediger. Als wir ihm von den Dämonen erzählten, schuf er ein Schutzsiegel. Das Siegel beschützt uns vor dem Bösen. Okay, was steht hier? Arg schlägt ein Buch auf, es ist die Chronik der Stadt. Aufgrund des Klimas gab es in Lurans nie viel Landwirtschaft. Die Stadt lebte hauptsächlich von den Edelsteinvorkommen. Luran wurde eine prächtige Stadt mit keiner anderen vergleichbar. Doch in den vergangenen Jahren war uns das Glück nicht mehr hold. Angrenzende Flüsse trockneten aus und die Hölle öffnete ihre Pforten. Hier enden die Eintragungen. Okay, Hedi, was liest du denn da eigentlich Hübsches? Nichts. Okay. So, aber wir haben uns jetzt, wieder fit gemacht. Gucci, Gucci. Ich verkrümel mich mal hier. Ha, hey. Gut, und geh mal hier lang. Oh Gott. Nee, nee, nee. Auf euch habe ich keine Lust. Auf euch habe ich... Da können wir gar nicht lang. Das ist toll. Müssen wir auf der anderen Seite irgendwie lang kommen? Aua! Ja, hier. Autschi! Jetzt spring doch mal da rein, Mann! Danke! So, hoffentlich kriegt man hier was Gutes. Ein Sakralsiegel. Was ist ein Sakralsiegel? Da gehen wir doch gleich mal gucken, Leute. Erstmal nein. Hält Geister fern. Ach, okay. Ich weiß, wo wir das brauchen werden. So, das brauchen wir vorne bei dem ollen anderen Geist. So, die lassen wir jetzt einfach mal rechts liegen in dem Falle. Gut. So, das hat schon mal geklappt.
So. Nee. Och, weißt du was? Wir gehen gerade nochmal hoch zum guten Jedi und gehen nochmal eine Runde pennen. Hat ja doch ganz gut funktioniert bisher. Aber ich habe so das ungute Gefühl, dass wir minimalst unterlevelt sind. So 2-3 extra Level würden uns hier in dem Spiel bestimmt nicht schaden, aber wir packen das schon. So, jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. So, die haben wir mal ganz galant gekillt. Oder mal gestunt. Aua, aua. Nee. Hier lang. Oller Modertyp. So, wie funktioniert denn das hier jetzt? Ah ja, du darüber. Du zwei nach vorne und wir können durch. Steht hier eigentlich noch was drin? Nee. Gut. Gut, gut. So, dann laufen wir hier einfach mal vorbei. Dann machen wir mal den ganz schnellen. So. Aua. War hier noch irgendwas? Jemini. So. Okay, hier müssen wir... Au, 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 au. Du scheiß Vieh. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich doch einfach mal los. Danke. So, ich würde sagen... Bevor wir hier jetzt weitermachen, wir haben ja wieder eine ganze Menge gekriegt, machen wir nochmal einen kurzen Ausflug zurück nach Lhasa. Da hinten, genau. Ich meine, ist ja nicht weit und so und macht ja alles nichts. So, jetzt gehen wir nochmal kurz nach Lhasa, gehen nochmal pennen. Und ich glaube, die hier müssen wir, glaube ich, rein und da können wir uns hinlegen. Ach, ich kenne mich noch aus. Das ist doch schön, ist es. So. Ja, dann frischen wir jetzt nochmal unsere Vorräte auf. Und dann würde ich sagen, holen wir uns, also ja, wir haben den komischen Schal, wir haben das komische Siegel. Das brauchen wir ja, das haben wir ja schon festgestellt. Hallo, wie kann ich helfen? Ja, erstmal das hier, das ist gut. So, das auch nochmal. Die Rüstung nicht, die bringt uns nichts. Und das war's, mehr hat er gar nicht. Toll. So, dann gehen wir erstmal nochmal nach hinten und speichern mal. Hier müssen wir rein. Stopp. Haben uns ja bisher ganz gut gehalten soweit. Wir haben, glaube ich, auch schon länger nicht mehr gespeichert. So. Und jetzt können die Zombies was erleben, können die. So denn, und Sprung in die Tiefe. So, hier können wir direkt... Ah, schön, hier können wir direkt raus. So, dann nochmal auf in die Wüste. Weil es so viel Spaß macht. So. Okay, wieder in Luran. Wir haben natürlich... Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass wir in Luran, als wir das erste Mal hier waren, nicht dass die tolle Rüstung da gekauft hatten. So, die gehen hier rein. Und wir gehen... Hups, direkt hinterher. Oh, das geht ja einfacher, als ich gedacht habe. Und weg. Aua. Und lauf, 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 lauf. Ha. Okay. Hat uns ja zum Glück nicht so viel abgezogen. Und jetzt ist es Zeit, unser tolles Siegel auszuwählen. Wir müssen das auswählen. Jawohl, ausgerüstet. Können wir jetzt da runtergehen? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ah, das hält den Geist einfach fest. Das ist angenehm. Und den hier auch.
Und wir marschieren einfach mal hier hoch. Hat allerdings den riesen Nachteil, dass wir jetzt keine Gegenstände mehr hier haben können. So, wer bist denn du, du Zombie-Braut? So, wenn wir vergiftet sind, benutzen wir jetzt erstmal nochmal ein Gegengift. So, Vergiftung ist geheilt, danke. So, aber ich frage mich, was wir jetzt hier unten wohl finden werden. Wo landen wir denn jetzt? Na, Nordseite. Mal gucken, ich habe ein mieses Gefühl. Oh, Truhe. 178 Taler, na, die nehmen wir doch gern mit. Sölle. So, gut, hier oben geht's lang. Hey, Sasa. Nein, da nicht. Und lauf doch mal. Lauf, lauf, lauf. Arg, würdest du dich mal bequemen, hier zu laufen, wenn es geht? Geht es hier irgendwo rein? Mann, bist du hässlich, du Scheißvieh. So, dann halt hier oben lang und hier rein. Nächstes Haus. So, das hat doch ganz gut geklappt bisher. Oh, schon wieder verseucht. Ich krieg ja noch zu viel. Ja, danke. So, und so wie das hier versteckt ist, ist hier bestimmt irgendwas Tolles drin. Oder auch nicht. Naja, naja. Aber wir machen Fortschritte. Und zwar nicht zu knapp, würde ich mal behaupten. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal in... Wir gehen erstmal nach oben. Muss ich fragen... Mist! Na endlich, so. Aber hier gibt's sonst nichts. Okay. Gehen wir mal wieder runter und nehmen mal die andere Seite. Wobei wir hier vielleicht doch mal noch eine Wunderknolle kauen sollten. So, 70 Kraftpunkte erhalten. Dankeschön. So. Was gibt's hier oben? Ein Kristall. Kristalle habe ich natürlich immer gern. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Oh Mann, ich glaube, das hier war unschön. Wenn ich das noch richtig weiß, war das hier unschön, hier unten irgendwie lang. So. Mir gefällt der Roboter da hinten nicht. Mal gucken, ob da was ist. Ist da was? Ist da was? Nö. Redest du mit mir? Roboter? Nö, der mag mich. Cool. Da ist ein Roboter, der mich mag. Ich liebe es. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist, für ein komischer. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen noch weitergehen. Ach, schon wieder die. Ich hasse die Viecher. Ach, sind wir hier hinten? Aua! Lass mich doch einfach vorbei, Mann. Ich will euch doch gar nichts... Oh, Mann, noch mehr von denen. Jetzt brauchen wir erstmal ganz dringend was zum Kauen. Sonst wird das hier ganz schnell ein ganz jähes Ende finden. Heiliger, ey. Also, die Viecher hier, die kriegen mich echt noch fertig. Na toll. Lass mich doch einfach hier... Ah, der verteilt KP. Können wir hier unten was machen? Ah, tatsächlich. Rennen können wir hier nicht. Hm. Scheint ein falscher Weg gewesen zu sein.
Okay, das war eine Finte, aber eine... So, komm. Nein, ich will doch nur hier... Oh Mann, ich bin schon wieder fast tot. So. Nur noch 6 Stück von der Sorte. Ich glaube, wir dürfen doch mal einkaufen gehen. Ey, sag mal, da kommt mal runter und dann hauen die einen jetzt so schon so einen auf die Batterie. Das gibt's doch nicht. Also echt, Leute. Ich glaube, hier müssen wir später erst hin, wenn ich das noch richtig weiß. Na, mal gucken. Hier sind wenigstens nur noch die ollen Zombies. Mit denen kann ich ja so halbwegs noch umgehen. Das klappt ja noch alles. Oh, Mann, ey. So. Jetzt guck mal, was hier noch ist. Ey, wenn die mich nur erwischen können. So. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ich sehe uns hier drinnen noch verrecken. So, einmal wieder nach oben. Oh, und schon wieder verseucht worden. Ein Kraftelixier, das ist doch auch mal was wert. So, okay, dann erstmal wieder ein Gegengift kauen. Heiliger Bimbam. So, ein Kraftelixier. Möchtest du das auswählen? Jawohl. So, okay, mehr war hier, glaube ich. Oder ging es noch nach unten? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Nicht, dass wir jetzt einen wichtigen Weg verpasst haben. Nö. Gut, dann haben wir hier nur das Kraftelixier gekriegt. Ach, jetzt wieder die... Ah, nee, das war nur die... Aua! Lass mich vorbei, ich bin Arzt, ich muss hier durch. So. Gut, dann sind wir wieder hier. Okay, dann war wieder... Ich glaube, hier waren wir am... Ah, nee, da ist nur ein... Oh, Level 16, cool. KP um 9, Stärke um 3, Abwehr um 1, Glück um 1. Ja! So, und wenn wir dann schon dabei sind, kaum mal erstmal noch eine Knolle. 70 Kraftpunkte erhalten. So, und ich gehe fast... So, wir haben wieder wenig Kohle gekriegt. Aber ich gehe fast davon aus, dass wir... Ich gehe davon aus, dass wir hier wahrscheinlich für den ganzen Käsekuchen hier noch ein wenig leveln gehen sollten. Weil... Oh, hallo, wer bist denn du? Der Deppi, seufz. Endlich habe ich dich gefunden, du musst Deppi sein. Gut, nun such nach deinem Herrchen. Summ. Sowas, der Cliffer hört nicht. Na, da haben wir doch was für. So, ein Karmesinschal. Auswählen. Jawohl. Ausgerüstet. Und gib ihm. Böser Hundi, seinen Herrchen einfach wegzulaufen. Gut, du Zeckenmatte. Versuch nun, Mei-Lin zu finden. Arg lässt Deppi an dem Karmesinschal schnüffeln. Das habe ich ein bisschen was weggedrückt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So. Okay. So, wir brauchen jetzt, glaube ich, erstmal das Ding nicht mehr. Nein. Ausgerüstet, genau. Au, au, au. Moment, hier will ich in... Ich glaube nämlich, ich weiß, wo wir mit dem Hund hin müssen jetzt. Nämlich dorthin, wo wir vorher schon mal waren. Cliff, Cliff, Cliff! Verstehe, ich soll dir folgen. Na, dann lauf ein bisschen schneller. Ich habe hier ein paar Zombies an der Backe. Mensch, ist... Oh, Mann, du oller Köter! Ey, sag mal, die kann man beim Laufen die Schuhe besohlen, ey.
Nix. Ich will... Oh Mann, du oller Köter, jetzt lauf doch mal schneller hier. Ey, ich hab hier... Oh. Ey, wenn du doch ein bisschen lahmarschiger bist, dann bin ich tot, bis wir da ankommen. So, Mann, ey, jetzt lauf mal zu, du Drecksvieh. Drecksvieh. Hey, cool, die kriegt man mit ein paar Schlägen tot. Hopp. So, jetzt... Ja, Cliff. Okay, da rein. So, da waren wir ja schon mal. Und wenn die hier jetzt schon da sind, dann machen wir das hier auf die schnelle Tour. Und hopp. Wow, der ist ja fix. Und da waren wir vorhin schon mal. Und ich habe mich schon gewundert, was dieses komische Ding hier ist. Tippi! Ich hab dich wieder. Seit meine Eltern fort sind, bin ich ganz allein. Hey, du. Du mieser Typ, ich hasse dich. Du allein bist an allem Elend schuld. Ey, was haben wir jetzt wieder damit zu tun? Also bitte. Wäre alles noch beim Alten, werde ich noch mit meinen Eltern leben. Oh Gott. Ich mach jetzt hier gleich Mailin. Das sehen wir uns jetzt aber in der nächsten Folge an, weil wir haben schon die Zeit ganz gewaltig überschritten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Es tut mir leid, so einen Cliffhanger machen zu müssen, aber trotzdem nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, denn tschüssi!